Servus, Salve und Hallo. Aktien. Ihr habt euch ein paar Aktien gewünscht. Jetzt haben wir heute hier Donnerstag. Das heißt, ich habe jetzt erst die Wünsche seit 24 Stunden. Aber die Liste ist schon endlos lang. Das packe ich auch nicht in einen Film. Keine Chance. Da bin ich ja 48 Stunden am Daueraufnehmen. Das bringt es nicht. Das werden wahrscheinlich 8 Filme. Heute geht's los mit Porsche, VW, Daimler, Tesla. Ich kann zur Reihenfolge noch nichts sagen. Ich habe mal versucht, das branchenweise zusammenzufassen. So, hier haben wir jetzt die Porsche. Das sind die PAH003. Das sind die, so wie ich das verstanden habe, weil die Leute die Holding, sprich die SE haben. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich nehme halt jetzt die hier. Das ist der Monatschart. Vom Monatschart fällt mir eins auf, die sind schon hier auf dem Zwei-Jahres-Low. Wo ist meine Maus da? Zwei-Jahres-Low. Das ist natürlich nicht so schick. Von 100 runter, also gerade mal halbiert. Das hier war vom 2.11. oder vom November 2020, 2 Jahres-Low. Also schön ist anders. Ja, aber von der Technik her kann ich hier überhaupt noch nichts Positives abgewinnen. Gar nichts. Und auch weder vom Oszillator auch nicht, noch vom Trendfolger. Was mir auffällt ist, hier gibt es so ein kleines Zwischenhoch, so ein Mini-Zwischenhoch und das ist bei High. Bei 60,18, das wäre mir jetzt ein bisschen zu weit weg, aber erst da würden sie positiv werden. Hier liegt auch die 200-Monats-Linie. Also, ich mache das jetzt hier live. Ich habe ganz bewusst nichts vorbereitet, um vielleicht mal den Weg zu zeigen, wie ich da rangehe. Das ist jetzt die Woche. Sieht natürlich genauso blöd aus vom Chart, auch nicht schön. Da fällt mir jetzt hier schon mal der Dreifachboden auf. Aber auch hier von der Technik, gerade nach wie vor negativ, da ist nichts zu wollen. Bestenfalls neutral über das MACD. Und hier sieht man, ja, das war sogar ja, im November 2020. Alles sieht nicht schön aus. Deswegen gucken wir mal, ob wir irgendwie über den Tag ein besseres Signal kriegen. Erstmal von der Technik her genauso grottig. Tief, wirklich tief, tiefer am tiefsten, ohne Stabilisierungsansatz bisher. Über das MACD kann man auch vergessen. Die Bänder gehen auf. Die gehen nicht deutlich auf, aber sie gehen auf. Und da ist noch nichts. Wir haben heute hier einen Doji. Das ist mal das erste einigermaßen positive Signal. Aber, und deswegen sieht man es besser, hier ist dieser Dreifachboden. Der ist bei 49,81. Sind wir heute sogar ein bisschen drunter gegangen. Tiefskurs war heute bei 49,38. Ich kann jetzt eins machen. Ihr seht, der Trader Fox hat sich ein bisschen geändert, ne? Sieht ein bisschen schöner aus. Halt, jetzt habe ich es falsch gemacht. Und ich habe hier eine Maus, die nicht mehr klickt. Ist auch nicht schön. Da muss man ganz vorsichtig sein. Gucken, falsch gelegt. Hier hoch. So. Dann muss ich ihn hier noch ein bisschen runternehmen. So, ich bin da echt noch am Üben mit dieser Maus. Das ist irgendwie, ich mag das Klick, mir fehlt das Klick. Hat auch neulich einer bemerkt, fand ich sehr cool. Das ist ein Downturn, der interessiert. Eben hatten wir die 60. Das hier als Widerstand. Und das ist halt jetzt der Vorteil über den Tag. Da würde sie vom Chart her positiver werden, wenn sie den Bereich von 54 überbietet mit Schlusskurs. Da würden wir dieses ganze Plateau hier wegnehmen. Aber sie dürfte auch nicht, also wirklich nicht, unter die, sagen wir mal hier, da ist das Tief, unter die 49 gehen, fallen und schließen. Wenn sie das machen, muss ich davon ausgehen, dass sie nochmal ein paar Euro drauflegen. Und zwar hier, so in diesem Bereich, da sind wir bei 44. Also gefällt mir jetzt hier momentan noch nicht so, ist noch kein Stabilisierungsansatz. Wir müssen jetzt mal gucken, was aus diesem Doji hier wird. Das ist sogar so eine Art Long-Leg-Doji. Da müssen wir einfach abwarten. Das ist momentan zu früh, um da irgendwie zu sagen, das ist ein Boden. Kann ich noch nicht. Eine Vermutung liegt nahe, aber ich kann das noch nicht beweisen. Wie gesagt, ab Tageschart erst hier so ab 54 werden sie positiv. Der nächste Wert ist die VW. Ich mag ja die VW, weil die sind so schön quirlig. Ja, wenn sie mal eine Bewegung machen, dann geht's gleich richtig ab. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich hole jetzt hier auch erstmal den Monatschart rein. Das ist echt bitter. Da waren sie 250, 254. Ja. Also halbiert. Gut, das war das Corona-Low hier. Das war bei 80. Also das sehe ich jetzt erstmal nicht. Was mir vom Monat her auffällt, ist hier so eine kleine Stabilisierung, drückt sich auch auf durch diese Seitwärtsphase. Breiter wäre echt von 113 hoch bis, naja, 144 kann ich sogar bis hierhin ansetzen.
bis 153. Wie gesagt, breit, aber echt. Von der Technik her leichter Stabilisierungsansatz hier auch nochmal, aber also auch nicht wirklich vertrauenserweckend. Die VW haben auch bald irgendwelche Zahlen. Ich muss gerade mal schauen. Ja, am 4.5. machen die einen Quartal 1 Bericht. Jetzt ist es so, ihr seht das meistens hier in diesen, hier BYD wird immer wieder genannt. Also viele Autofirmen versprechen sich, also deutsche Autofirmen versprechen sich halt was von China. Ich gehe mal in der Zwischenzeit auf die Woche. Ja, und da kommt BYD mit 69% Umsatz plus. Und das war ja neulich in der Tagesschau, glaube ich. Und die VW haben noch den größten Anteil. Ich glaube, es waren 2,4% an den E-Automobilen. Aber irgendwie, China läuft nicht. Bei keinem. Ja, das ist die. Und ich saß ja auch in so einem BYD drin. BYD mache ich wahrscheinlich in einem der nächsten Filme. Ich fand die klasse, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die gut. Jetzt gibt es natürlich auch den Preiskrieg von Tesla. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Ja, das hilft keinem Hersteller, wenn da Tesla diesen Preiskrieg macht. Aber China ist momentan meines Erachtens nicht die erhoffte Zukunft für die Autowerte. Also nochmal, das ist jetzt hier der Wochenchart. Auch hier gab Hoffnung und dann kommen sie gleich wieder runter. Völlig auf der Nulllinie. Also minus 3, ja, das ist gar nichts hier. Das kann ich gar nicht darstellen. Völlig neutral hier rüber. Vom Chart her nach wie vor negativ. Was mir auffällt, wird wahrscheinlich gleich im Tag ein bisschen besser fällt. Hier ist ein Tief, ein höheres Tief und im Moment nochmal ein höheres Tief. Also das kann hier eine Bodenbildung sein, aber dazu fehlt mir der technische Beweis. Also müssen wir mal gucken, was die erste Tag macht. Die zucken immer mal so ein bisschen, haben sie halt auch gemacht. Ja? Aber es zieht nicht wirklich durch. Vom Chart her, das ist jetzt der Tageschart, muss ich sagen, erst positiv über 129, ab 130, das ist die 200-Tage-Linie. Dann haben sie aber auch Platz bis 140, 142 hoch. Also sie sollten tunlichst nicht unter diesen Punkt hier gehen, das ist die 116. Weil dann ist das die letzte Stütze, die sie hat. Da sind wir bei 112. Technisch, auf Tagessicht, auch sehr tief, scheint sich ein bisschen zu stabilisieren. Hier auch. Das heißt, wenn die jetzt nochmal, wir haben heute Donnerstag, morgen auch nochmal positiv hier reinkommen, wird sich das hier reduzieren, dann habe ich ein lang, kurz, kurz, dann wäre das positiv. Und wenn sie unverändert sind zu heute oder auch nur leicht im Plus, kann das hier sogar schon ein Kaufsignal generieren. Also ich würde sie momentan nicht short gehen, würde ich nicht machen, aber der Kauf wäre mit Angst, sagen wir es mal so. Über der 20-Tage-Linie wird es ein bisschen angstfreier, da sind wir bei 124,5. Dann haben wir Los Daimleros. Also bei mir heißen die immer Daimler. Auch wenn sie Mercedes heißen, bei mir werden die immer Daimler heißen. Sorry for that. Wann ist denn nochmal was bei Daimler? Gerade nochmal schauen. Daimler. 28.04. Das ist morgen. Stimmt das? Wieso habe ich das hier nicht auf meiner Liste? 28.04. haben sie Q1-Bericht. Aber ich meine, die hätten doch schon was gesagt. Bin ich ein bisschen verwirrt. Wochenschau, Termine, Tagesvorschau, hier steht nichts. Pricing and Guidance, behalten Preisentwicklung im Blick. Vertrag verlängert, schön. Gehe ich hier auch mal auf den Tag. Auf den Tag. Während jetzt eben zum Beispiel die VW und auch die Porsche von der Technik her ganz hier unten waren, sind die Daimler ziemlich hoch und generieren sogar fast ein Verkaufssignal auf Monatssicht. Neutral hier, aber das hat relativ gut geklappt. Schaut euch das hier an. Lang, kurz, kurz. Da sind wir hier. Da waren wir bei 60. Ja? Guckt auf das. Guckt nicht auf die Linien hier. Sehr relativ enge Bänder auf Monatssicht. Aber das gefällt mir hier noch nicht so. Jetzt haben wir ja, ist morgen schon Monatsende? Morgen ist Monatsende. Muss mal gucken, was der Freund da noch macht. Aber von hier gibt es einen riesen fetten Deckel. Ja, oftmals gehandelt oder oftmals gesehen bei 76,5. Den müssen sie auf jeden Fall nehmen. Nehmen wir mal die Woche. Hier auch in diesem Fall, das ist anders sogar rum, kriegt sogar auf Wochensicht ein Kaufsignal. Obwohl die Woche jetzt gar nicht so toll war. Aber kriegt ein Kaufsignal. Hier ein kleiner Stabilisierungsansatz. Hat sich an der 20-Wochen-Linie nach oben so ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, immer mal wieder verabschiedet nach oben. Aber auch hier gilt dieser Widerstand hier oben bei 77,94, sagen wir mal 78. Aber sie hat durchaus eine Chance. Wo sie nicht runter darf, auf Wochensicht,
Ist hier die 67. Das wäre nicht so schön. Dann hätte sie noch mal Platz bis in den Bereich hier 60,5. Mal schauen, was der Tag sagt. Der Tag. Na, komm her. So. Ach ja, komische Bewegung. Heute am Donnerstag waren überhaupt komische Bewegungen. Das war VW, Deutsche Bank. Auf einmal ging es runter. Keiner wollte es noch haben. Dann sind sie sofort wieder gestiegen. Als ob einer auf den falschen Knopf gedrückt hat. Und das ja auch. Die Range war ja heute 71,07 oben und 69,65 unten. Ja, und dann haben wir so eine Art Doji hier, aber halt an einem Fleck, wo er nicht hingehört. 10-Tage-Linie scheint 20 nach oben zu brechen, was Positives. Noch immer ein positiver Trendfolger. Völlig neutral über den Oszillator. Also hier kann ich vom Tag her nicht allzu viel ablesen, außer dass das ein markanter Chartpunkt ist, die 67. Und hier oben, der ist nicht ganz so weit oben wie die eben besprochene Zahl, sondern 76,03 wäre als Widerstand. Darüber macht den Weg mal ein bisschen freier, und zwar dann hier in diesem Bereich da 77,60. Das ist nicht viel, aber wenn Sie da drüber gehen, dann haben Sie auch Platz auf 80. Also die Zahlen werden bestimmt interessant. Ich meine, ich hätte irgendwas gelesen von den Zahlen schon. Vielleicht war das aber auch nur ein Forecast. Sorry, ich habe heute kaum auf die Daimler geachtet. Also Daimler ist für mich momentan eher hier Seitwärtsphase mit der Range 67 zu hier 72,80, 73. Und dann können Sie mal ein bisschen steigen oder fallen. 200-Tage-Linie ist auf jeden Fall Support bei 63. Und der nächste liegt dann ganz knapp über der 60 bei 60,80. Tesla, ich mag es immer noch nicht. Tesla. Tesla, Tesla, Tesla. Und ich mache die natürlich in Dolores. So, hier ist das ganze Elend. Hier hat der Elon seine Aktien, zumindest Teile verkauft, bei 415. So, jetzt ist der Wert, der ging ja runter in die 101 Dollar. Ja? Und jetzt will ich nochmal gerade schauen. Moment, ich mache erstmal den Monat rein. Erstmal den Monat hier wieder. Zack. Sieht wüst aus. Ne? Hier von 12, von 13 hoch auf 400. Wann haben die denn nochmal Zahlen? Was kommt denn da? Da kommt da jetzt noch irgendein Termin? Mal schauen. 19.04., den hatten wir. Das kommt erst wieder Ende Juli. Na ja gut, also Tesla fängt halt überall jetzt den Preiskampf an. Ja? Und in China sind sie ja schon sauer geworden, so nach dem Motto: Wir kaufen das Ding für 40.000. Und die Woche drauf ist es bei, was weiß ich, 32.000. Fände ich auch nicht schön, muss ich ganz klar sagen. Auch hier, BYD ist günstiger, qualitativ anscheinend genauso gut, größere Reichweite und hat diese Batterien, die also ein Feuerwehrmann löschen kann. Das habe ich mal bei einem gefragt. Der hat gesagt, ja, die können wir besser löschen. Da gibt es, weiß ich nicht, die chemische Zusammensetzung. Aber das ist halt schon immer noch ein Problem bei Tesla. So, also von Monatssicht her ist es hier so ein leichter Stabilisierungsansatz. Ja, das ist aber kein Wunder nach diesem Abverkauf hier. Und wir sind völlig neutral über den Oszillator. Monatsansicht. Jetzt gucken wir die Woche. Die haben schon ordentlich gelitten. Das sieht halt ziemlich fies aus. Wir hatten hier auf Wochensicht, machen wir das Ding weg, hatten wir einen schönen Hammer. Die funktionieren auch auf Wochensicht. Da muss man halt da ein bisschen länger warten. Ja. Hammer, das heißt dann am nächsten Tag, beziehungsweise in der nächsten Woche dann hier gekauft, da ist der Stop. Das waren aber in dem Fall dann auch schon 20 Dollar. Ist nicht wenig. Hochgegangen bis zu diesem Niveau hier. Jetzt muss ich leider das Fadenkreuz wieder reinmachen. Und zwar bis zu diesem Niveau hier. Da, wo sie durchgebrochen sind. Hier sind sie durchgebrochen oder vielmehr aufgesetzt, nochmal aufgesetzt, aufgesetzt und durch. Und bis dahin sind wir gegangen. Back to Breakout. Nie so genau, gerade bei Tesla, nicht so genau auf den Cent achten. So, und dann haben wir also das Hoch, wir haben erst das Tief gemacht, den Hammer, sind hochgestiegen, das war ja eine Verdopplung. Dann kurz mal Atem geholt und das nächste Hoch war nicht so hoch wie dieses hier. Und jetzt fallen wir schon wieder. Vertrauen hat das Ding, also bei mir sowieso nicht, ja. Vom Chart her auf Monatssicht, auf Wochensicht, werden Sie bei mir als positiver, wenn Sie hier über die 218 gehen und schließen, Dollar. Ja, das ist für mich hier, das sieht mir zu schlapp aus. Aber gucken wir mal hier. Tagessicht. Da kam jetzt auch mal wieder neulich dieses Gap da rein. Das kann die Tesla sehr gut. Aber da kann ich euch morgen was bei BYD zeigen. Das ist genauso, das ist unglaublich. Da habe ich heute schon so gelacht. Von der Tagessicht her gelten sie als tief. Aber das ist genauso wenig wie eine Unterstützung wie hier. Das hat Wochen gedauert, ne, um das mal klar zu machen. Hier waren sie überverkauft. Da war der Wert bei 176.
Und erst hier ist das Kaufsignal entstanden und da waren sie bei 104. Und das war auch mal eine ordentliche Zeit hier von fast 4 Wochen. Deswegen, es ist tief, ja, aber es ist noch keine Unterstützung. Unterstützung hat sie nämlich hier auch eine gebrochen. Das war das letzte Zwischentief vom 13.03. bei 164. Und ich, außer dass sie jetzt heute mal ein bisschen besser gehen, ich habe jetzt hier nichts. Und selbst wenn sie jetzt hier diesen Bereich hier überbieten, so 169, ist das hier einmal, zweimal, drei, vier, fünf, sechs, siebenmal, dann hier als Widerstand, acht, neunmal, da Schicht im Schacht. Da sind wir bei 176. Klar, sind $20 ungefähr, aber also das ist jetzt nichts, was ich meinen Kindern vererben würde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es ist für mich noch nicht vertrauensselig genug. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Film gedauert hat. Ich versuche in den nächsten Tagen also die anderen 7 Filme zu machen. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Ja? Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.